Jungs, ich habe letztens ein Buch fertig gelesen und ich muss ehrlich sagen, das Buch ist ein 10 von 10 aus meiner Sicht. Und zwar rede ich über das Buch namens Show Your Work von Austin Kleon. Es sieht so aus. So. Und ja, ich lese meine Bücher auf dem iPad, weil es billiger ist. Und ich würde gerne mal ein paar Wörter darüber sprechen, euch das Wichtigste nennen. Es wird jetzt keine Buchzusammenfassung, weil ich könnte euch den Titel nennen und dann könntet ihr auf Google hingehen und einfach Zusammenfassung, dies, das ist langweilig, das ist Quatsch. Deswegen gebe ich euch das Wichtigste aus dem Buch. Ich habe natürlich wie immer, ne, eine Art Skript, deshalb werde ich eine Art auch Struktur haben. Und paar Gedanken von mir, paar Zitate, wenn sie passen, paar Tipps von dort. Und ja, ich will gar nicht drum herum reden, fangen wir direkt an. Das erste, was der Herr Austin, der Herr Kleon, uns mitteilt, ist, dass wir keine Genies sein müssen, um unsere Arbeit zu zeigen. Das Video ist jetzt nicht an Leute gerichtet, die nur Content Creation machen, also nur YouTube machen, TikTok machen oder Instagram von mir aus. Es geht darum, dass man seine Arbeit allgemein zeigen muss. Und Arbeit zeigen kann auch von mir aus Eltern zeigen sein, weißt du? Oder ich zeige meinen Freunden diese eine Sache, die ich hergestellt habe oder irgendwie gemalt habe oder irgendwas in der Art. Und das Problem, das jeder hat, oder ich persönlich, ist, wenn ich an den Begriff Arbeit zeigen denke, denke ich direkt irgendwie an Kunst oder irgendwie so an so Leonardo da Vinci mit seiner Mona Lisa oder Albert Einstein mit seiner Relativitätstheorie. Ihr müsst euch aber vorstellen, diese Typen waren nicht immer so. Das heißt, dieser Leonardo da Vinci, Digga, der hat nicht einfach nur ein Bild gemalt und Hallas, One-Hit-Wonder wie Taylor Swift, Digga, weißt du, was ich meine? Oder denkst du wirklich, dass Albert Einstein direkt auf die Relativitätstheorie kam? Nein, er hat behindert viele Theorien gehabt. Ich hatte das selber in der Schule. Und er hatte sogar eine andere Theorie, für die er sogar einen Nobelpreis bekommen hat. Aber es war nicht die Relativitätstheorie. Irgendwie so war das auf jeden Fall. Mein Punkt ist einfach nur, dass du wirklich kein Genie sein musst, um deine Arbeit zu zeigen. Jeder fängt klein an. Ich habe mit einem Video angefangen, habe jetzt 60 Videos. Und je mehr du machst, desto höher wird der Wert. Je mehr Videos ich mache, desto höher ist mein YouTube-Wert. Wisst ihr, was ich meine? Je mehr Bilder ich mache, desto besser wird meine Zeichnung. Der Prozess ist das, was es ausmacht, nicht das Produkt. Und das ist der zweite Punkt, den der Autor in seinem Buch, naja, anmerkt, sage ich jetzt mal so. Prozess, Produkt. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe oft das Problem, dass ich sehr lange brauche, um meine YouTube-Videos zu machen. Sag euch jetzt mal etwas Persönliches, weil immer wenn ich ein YouTube-Video mache, denke ich, nee, das ist zu schlecht. Nee, noch nicht ganz fertig. Das heißt, ich habe eine Art Thema und das Thema geht nicht aus meinem Kopf, aber ich möchte das perfekte Video machen. Es gab Videos, für die ich ein paar Tage, Wochen gebraucht habe, damit ich die fertig gemacht habe, gelesen habe, bis zum geht nicht mehr. Nur damit ich das perfekte Video mache. Jetzt habe ich ein komplett anderes Mindset. Ich möchte eher den Prozess zeigen, nicht nur das Produkt. Weil, versteht mich nicht falsch, es nimmt mehr Energie von mir, nur das Produkt zu zeigen, obwohl ich könnte den Prozess zeigen, dadurch halt mehr Videos machen, okay, aber damit auch viel mehr lernen und nicht nur wirklich auf eine Sache zu fokussieren. Das ist komisch, wenn man sich nur auf das Produkt fokussiert. Wisst ihr, was ich meine? Sagen wir mal, ich würde ein Buch schreiben und fertig. Ich würde ein Buch schreiben. Ich gebe dir das Buch, okay? Ich persönlich fände das langweilig. Wenn ich jetzt einen Autor sehen würde, den ich mag, zum Beispiel. Und ich habe sein Buch gelesen und so weiter und so fort. Mich juckt das Produkt gar nicht nur so. Also, mich juckt das Produkt natürlich, ich habe das Buch gekauft und ich erwarte auch etwas. Aber mich juckt auch, wie er zu diesem Produkt kam. Also der Prozess ist wichtiger als das Produkt. Weil je besser der Prozess ist, desto besser wird das Produkt. Und je mehr du deinen Prozess zeigst, desto mehr haben Menschen, also je höher sind die Erwartungen und desto mehr Leute werden dich feiern, sage ich. Einfach mal komplett ehrlich. Und damit kommen wir auch zum dritten Punkt. Zeige jeden Tag ein bisschen. Ich selber schaffe es auch nicht wirklich auf YouTube, sage ich, jeden Tag etwas zu zeigen. Deshalb habe ich vor ungefähr einer Woche Instagram heruntergeladen. Nur damit ich wirklich, wirklich also, wie nennt man das? Stories mache? Damit ich wirklich nur, also die Gewohnheit bekomme, ein bisschen mehr zu zeigen. Vorhin zum Beispiel war ich am Joggen, habe gezeigt, ich war am Joggen. Vor 2 Tagen auch, also gefühlt, meine Stories waren bis jetzt nur so Joggen-Videos oder Sport-Videos. Aber ich möchte einfach die Gewohnheit haben, mehr zu zeigen. Und auch wenn es klein ist, jeden Tag eine Minisache. Oder sogar wenn du, wie soll ich das sagen? Sagen wir mal, du codierst und du lernst eine Zeile. Bruder, teil die Zeile. Teil.
Ich weiß, viele haben das Gefühl, dass es irgendwie komisch ist, Sachen zu lehren, also zu lehren. Weil ich sag dir komplett ehrlich, ich mochte es früher nicht, Sachen zu lehren, weil ich dachte halt immer, dass es den Wert von mir senkt. Zum Beispiel in Mathe, ich will komplett ehrlich zu euch sein. Und ich bin mir auch sicher, dass Schüler aus der alten Schule das schon. Ich habe es gehasst, in Mathe irgendwie zu lehren, weil ich dachte, dass sich der Wert von mir in Mathe dann so verringert. Oh, der kann jetzt genauso krass werden wie ich. Oder oh, der kann jetzt so krass werden wie ich. Aber mein Mindset ist komplett anders geworden. Vor einer Woche zum Beispiel habe ich einen Kommentar zu meinem ersten Video bekommen. Und mein erstes Video ist vor einem Jahr her. Es war ein Morgenroutine-Video, ich bin mir sicher, die meisten von euch kennen das, weil ich gefühlt jedes Video darüber spreche. Auf jeden Fall war da so, habe ich da so über, also gab es da so eine Frühstücksabteilung, sag ich jetzt mal so im Video, eine Section über Frühstücken. Und ich meinte so, ja, Müsli mit Joghurt. Auf einmal markiert der eine Typ das so, Joghurt, und meinte, ja, nimm Skyr. Mein jetziges Ich weiß, dass ich Skyr normalerweise nehmen würde, aber mein Ich vor einem Jahr wusste das nicht. Und ich musste grinsen, sage ich euch ja komplett ehrlich, weil ich habe bemerkt, ich habe versucht, was zu lehren, wurde aber irgendwie verbessert. Das heißt, mein Wert ist immer noch gleich, sogar, also ist sogar gestiegen. Weil die Person kann ja, also die andere Person kann ja nicht wissen, dass ich das mit Skyr jetzt weiß. Beziehungsweise es kann sogar sein, dass die Person das für andere Leute geschrieben hat. Deswegen, Lehren senkt nicht den Wert, es steigt den sogar. Jedes Mal, wenn ich ein Video mache, merke ich, dass irgendwelche Typen, irgendwelche Randoms, Digga, die ich nicht mal, die kenne ich nicht persönlich, unter meinen Videos irgendwelche Verbesserungen schreiben. Und ich denke mir dann so, Digga, der Typ hat recht. Ich hätte das schon. Digga, wieso bin ich nicht drauf gekommen? Ich bin irgendwie dankbar dafür, dass er diesen Kommentar gemacht hat. Das weiß, hört sich ein bisschen cheesy an, Digga, ich weiß, aber ist halt so, wie es ist. Wenn ich ein Video mache und ich merke, dass ich etwas lehre und die andere Person zurücklehrt, merke ich, genau deswegen mache ich das, was ich gerade mache. Ich mache Self-Improvement einfach nur, weil es ein Prozess ist und nicht ein Produkt. Das heißt, ich verbessere das Leben anderer zum Beispiel. Und wenn nicht, ist es auch relativ egal. Von mir aus mache ich die Videos auch nur für mich. Ist auch relativ egal. Und andere helfen mir dabei, mich auf Self-Improvement weiter zu fokussieren. Es ist also immer ein Win-Win. Und es wird immer Leute geben, das ist auch der letzte Punkt. Es wird immer Leute geben, die haten. Das hat der Typ auch in seinem Video, in seinem Buch angesprochen. Es wird immer Leute geben, die haten. Und jetzt gibt es dieses Zitat, was ich vorhin meinte, mit je öfter du schießt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du triffst. Ich glaube, ich habe das Zitat gesagt. Wenn nicht, dann sage ich das jetzt. Und zwar habe ich so ein Mindset. Als ich das erste Video gemacht habe, wusste ich, YouTube wird nicht gönnen mit Algorithmus mal Algorithmus. Ja. Ich habe das Morgenroutine-Video gemacht, dann gab es natürlich Leute, die irgendwie gehatet haben, wegen einem Morgenroutine-Video, ja, keine Ahnung. Und auf jeden Fall wusste ich, ja, je mehr Videos ich mache, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Algorithmus es den Leuten gibt, die wirklich meine Videos feiern. Wisst ihr? Genauso wie jetzt. Deshalb wächst ein Account auf YouTube oder auf irgendeiner anderen Social-Media-Plattform so. Es ist nie so. Es ist nicht ein Linear. Es ist meistens, okay, ich will jetzt nicht übertreiben, exponentiell, aber es ist so eine Art Kurve. Du musst verstehen, du wirst irgendwann mal Klatschen bekommen. Ja, das ist ganz normal. Aber es liegt wirklich an dir, ob du weiter durchziehst oder nicht. Das, was du machst, ist eine Art, du dokumentierst eigentlich nur dein Leben. Ich packe diese Kamera vor mir, ich habe das Buch gelesen, ich habe mir Notizen, das sind meine Notizen. Digga, das sind 1, 2, 3, 4, 5 Zeilen. Ja, oh, ich habe sogar eine Sache vergessen. 5 Zeilen. Und aus diesen 5 Zeilen mache ich ein Video, nur damit du das Wissen hast, was ich habe. Und nur damit ich weiß, dass ich das Wissen weitergegeben habe. Wisst ihr, was ich meine? Und eine Sache, die ich vergessen habe zu erwähnen, weil ich finde das wichtig. Und zwar meinte ich ja vorhin, dass du jeden Tag etwas posten solltest. Beziehungsweise jeden Tag irgendeiner Person informieren solltest. Ey, Mama, Baba, ich habe das und das. Ich habe in Mathe Bruchrechnung gelernt, Bruder, von mir aus. Oder wenn der Vater zum Beispiel auch krasse Mathe ist, kann er die Scheiße dann beibringen. Oder von mir aus, du hast deinen Freunden erzählt, boah, ich habe Tic-Tac-Toe kodiert, zeig mal her, boah, du hättest das verbessern können, da, da, da. Es ist eigentlich relativ egal. Auf jeden Fall, wenn du wissen möchtest, ob diese Sache auch wirklich sinnvoll ist zu posten, dann frag dich eigentlich nur zwei Fragen. Ist diese Sache interessant? Wenn ja, ups, wenn ja, dann poste die Sache. Ist die Sache hilfreich? Wenn ja, dann poste die Sache. Wenn die beiden verneint werden,
dann poste du die Sache nicht. Und wenn du der Meinung bist, ich weiß nicht, dann packst du in dein Archiv. Jetzt auf YouTube weiß ich, dass man sowas archivieren kann. Und ich glaube auch bei Insta, lass mich nicht lügen, habe ich heute Morgen gesehen, dass man so Stories und so archivieren kann. Da archivierst, Digga. Fertig, so schlimm ist es gar nicht. Wir machen uns das immer schwerer, als es überhaupt eigentlich ist. Sind wir mal komplett ehrlich. Deshalb zeig deine Arbeit. Dein Wert wird nicht sinken. Dein Wert wird steigen. Und Zeit, die du in dich selbst investierst, ist keine verschwendete Zeit.